Buongiorno, meine kleinen Macaroni, zu einem neuen Part von Pokémon Silber Together mit Kilian und Don Marcy. Heute bin ich wieder an der Reihe, nachdem Kilian mich hier irgendwo am Arsch der Welt abgelassen hat. Ich glaube, oberhalb von, wie ist denn nochmal die Stadt? Safronia City? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht so genau. Das hier ist ein bisschen nicht aktuell kommentiert, das ist nachkommentiert. Da meine Audioaufnahme nicht gelaufen hat oder aufgenommen hat, 10 Minuten ungefähr, werde ich jetzt ein bisschen dazu quatschen. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Was für ein Problem? Ich bin ein super Problemlöser. Die Straße bleibt problemlos. Ich bin ein guter Problemlöser. Frag die Zuschauer. Wir können Probleme lösen wie Meister. Auf jeden Fall erstmal hier gucken, ob wir irgendwas finden können, weil man weiß ja nie. So typisch Pokémon-Verstecke, irgendwo ist so ein kleiner Bereich, wo einfach random nichts ist und da könnte irgendwas sein, was im Boden, auf dem Boden nicht, was man mit bloßem Auge nicht sieht. Und ja, hier ist aber nichts, darum hüpfen wir runter und gehen erstmal nach oben, denn anders wie in Rot und Blau müssen wir hier nichts bezahlen in Form von Trinken. Du bist von Johto her, wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Das ist sehr schön. Oder ich fliege einfach auf Fliegi dorthin, denn Fliegi ist toll. Mal gucken, hier müssen wir was geschenkt bekommen. Du wolltest es so! Ja, nimm! TM29, die Psychonase mit Mayonnaise. Haut die Spätzwerte des Gegners vielleicht runter, ist ganz, ganz geil. Und ja, wer das kriegt, das... möchte ich nicht entscheiden. Das darf Kilian entscheiden, wer die Psychonese mit Mayonnaise bekommt. Das ist die Silphco, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Team Rocket wollte sie wegen dieser Waren für sich nutzen. Mit Artikel meinst du, glaube ich, die, Items. Also Artikel und so weiter. Also mit Artikel meinst du die Items? Ich habe keine Ahnung. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Center. Ich heile deine Pokémon und ich werde nichts dafür verlangen. Na, 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 Mayonnaise. Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das machen wir doch gerne. Aber vorher werden wir noch ein bisschen was machen. Nämlich die Stadt erforschen. Juhu. Zum Beispiel mit der hakeligen Steuerung, die ich hier habe, rumhantieren. Und mit der hier quatschen. Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Sie ist ein wahrer Vorzeigemuff. Und Angler Alfred. Ich habe keine Freunde, Klick. Nervensäge. Kann sein, Remo hat sich sonst wo entschieden. Meine Tochter macht gerne Leute nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin eingebracht. Wie? Einfallsreich. Das war richtig drehen und hallo. Hi, magst du Pokémon? Nein, ich hasse sie. Nein, ich frage dich. Nein, tust du nicht. Was? Du bist komisch. Das sagt die Richtige. Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Und warum ist das, warum ist Nachahmen groß geschrieben? Nachahmen ist ein Ding, das man tut und kein, du weißt schon, ne? Ja, Logikfehler. Genau, Fahrrad. Ich frage mich, warum ich die ganze Zeit laufe, wenn ich das Fahrrad habe. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Über unsere Stadt wurde mal im Radio berichtet. Es ist schön, dass für deine Stadt geworben wird, aber es ist auch ein bisschen peinlich. Ach, Ansichtssache. So, Arena, Arena, Arena. Was ist die richtige Arena? Das werden wir jetzt herausfinden, indem wir... das ist so bescheuert. Einfach hier reingehen und... hallo. Der Karatemeister, der Leiter des Karate-Dojo, übt in einer Höhle in Johto. Der Dojo-Leiter in Johto. Es geschieht, was geschehen muss, das stimmt. Und Feinde, wo man hinsieht, ganz genau. Ja, ganz genau. Fokusband, Gold kann keine weiteren Items mehr tragen, das ist natürlich ganz toll. Da hilft nur eins, ein beherzter Klick auf die Starttaste. Und wir mal gucken. Verwirrung, Paralyse, Verwirrung, Paralyse, Brand, Paradingster, Paradingsterkirchen. Und ja, wir haben Hyperheiler 14. Ich glaube. Hoppala, das wird was aus der Hand gefallen. Wo sind? Wo ist es so hin? Ach, da liegt es ja. Fokusband, genau, mir ist das Fokusband aus der Hand gefallen. Und ja.
Hab eigentlich gedacht, dass wir uns hier einen Kickli oder einen Nockstein holen können, aber hab vergessen, dass die Arena dicht ist. Ich hätte mich gerne Kickli genommen. Weil ich finde Kickli echt stylisch. Mal kurz gucken. Scarabou ist für Psycho gar nicht mal so verkehrt. Wenn man etwas Schwächentechnisches noch wüsste in der zweiten Gen. Aber ist halt nicht der Fall, ne? Die Kraft all derer, die du besiegt hast, offenbart sich mir. Sprach die Oma und verschwand im Pixel-Nirvana. Ja, Pixel! Anastasia Medium möchte kämpfen und sieht so faltig schäbig aus und schickt ein Traumato in den Kampf. Traumato gegen Scarabou! Komm, hab ich gedacht, versuchen wir mal die Zornklinge. Einfach mal Käfer. Aber es wäre sofort besser gewesen mit Hornattacke draufhauen, wie wir später noch sehen werden. Aber ist ja auch egal. Man möchte ja gerne ausprobieren. Da kriegen wir jetzt mal schön aufs Maul. Sehr effektiv. Psycho auf Käfer. Na logisch. Generation 2. Attacke geht daneben. Da war ich doch sehr überglücklich. Konfusion trifft. Yay, sehr effektiv. Zornklinge drauf sensen. Und wie man sieht, sie macht nicht wirklich mehr Schaden. Wahrscheinlich, weil ich nicht getroffen habe eben. Ich habe keine Ahnung. Nochmal aufs Maul. Danke. Sehr effektiv, ich weiß. Und mit der Hornattacke werden wir Traumato auseinandernehmen. Traumato! 7x65, Erfahrungspopel. Level 37. Und als jetzt kommt Hypno! 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 Entschuldigung. Ja, was wechsle ich rein? Natürlich Rukia. Rukia muss noch ein bisschen leveln. Hypno, Hypno. Hypno ist so ein schäbiges, pädophiles Pokémon. Das ist schon richtig abartig. Und kriegt dafür erstmal einen Body Slam. Ein Body Slam. Body Slam. Baby, don't hurt me. Oh, Setzer. Body. Body Slam. Body Slam wurde jetzt blockiert. Jetzt dürfen wir erstmal Rasierblatt spammen, was natürlich überhaupt nicht viel Schaden macht. Die Konfusion kitzelt ein bisschen Rukias Fühler, wie man sieht. Blockiert. Ich bin schockiert. Meine Attacke ist blockiert. Oh nein! Rasierblatt, natürlich kein Volltreffer. Und wir müssen unnötig noch eine Runde warten, bis es darauf geht, dieses pädophile Hypno mit seinem Penisring-Pendel. Immer noch blockiert. Rasierblatt und er wird nie wieder Kinder vor Genuss wurzeln. Ein Sieg für die Menschheit! 1237 Erfahrungspopel und Anastasia wurde besiegt. Stark! Viel zu stark! Jetzt passt ihr schäbiger Sprite zu ihrer Aussage. So verzweifelt, so. Ah, er ist zu stark! Zu stark! Da geht's wieder voll mit mir durch. Wollte ich kurz was nachschauen, ich weiß gar nicht was. Genau. Ich wollte mein mein Scarabou heilen. Einmal wieder in die falsche Tasche. Wunderbarer Controller. Super Trank muss reichen. Ein Sonderbonbon. Ich frage mich, warum wir die Sonderbonbons haben. Hatten wir die ganze Zeit die erst gefunden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir sie benutzen nicht, denn das darf Kilian entscheiden. Außer er gibt mir die Freigabe, die frei zu verteilen, dann weiß ich schon, auf was ich die abwälzen werde. Skradendusch war übrigens mal die Arena dieser Stadt. Ich frage mich nur, warum nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ist ziemlich gemein. Wahrscheinlich hat Simson aber eben Sabrina sie verdrängt von dem Platz. Keine Ahnung, auf jeden Fall Pantimos. Ist hässlich. Pantimos, ich bin hässlich, keiner mag mich und ich bin unnütz und ich bin von als Opfer. Und Spam Lichtschild, weil ich auch kein Gehirn habe, denn meine Spezialverteidigung ist mir sehr wichtig. Wenn du gesagt hast, meine Verteidigung, und dann du mich physisch angreifst, macht das alles total Sinn und ich bin tot. Pantimos wurde besiegt. Man wird ein Rasse Erfahrungspopel. Yay! Das nächste kommt Rainer Braun mit Owei, Owei, Owei. Wir werden Owei mit Scarabou weiter bearbeiten. Damit wir sie Schale aufknacken können und sein weiches Inneres löffeln können. Ja, ja. Komm, gib mir dein weiches Inneres. Konfusion!
Blödes Ei, hör auf, dich zu wehren und ergebe dich deinem Schicksal. Natürlich ein Volltreffer. Warum auch nicht? Und Attacke. Und jetzt können wir vom linken Ei endlich das innere essen. Ob man Owei wirklich essen kann? Ich meine, so ein lebendiges Omelett wäre schon cool. Das kann dann mit dir psychisch reden. So nach dem Motto, bitte iss mich nicht auf. Ich bin schon gekocht. Das tat schon weh genug. Und dann, aufgegessen. Alter. Was laberst du? Ich weiß es doch selber nicht. Die Konfusion. Jetzt verschmelzen wir gleich mit Owei zu einem Eikäfer. Und daraus wird dann, glaube ich, ein Mega-Scarboard. Ich weiß es nicht. Wegen den tollen Rundungen. Attacke ist sehr effektiv. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich schnalle, dass ich die Audioaufnahme nicht laufen habe. Ja, ich glaube, das ist der Fall. So, die Attacke ist sehr effektiv. Finde ich ganz toll. Und jetzt habe ich doch gerade bemerkt, dass meine Audioaufnahme nicht lief. Also, darf ich jetzt den... Habe ich denn den halben Part vorher nachvertont? Yeah, toll. Lichtschild, yay. Ich glaube, das kriegen wir jetzt mit einem weiteren Hit nicht down. Ich mache einfach mal Trick 17. Volle Heilung. Heile. 98. Fast halb benutzt. Da kommt die Konfusion. Verschmelzen wir zu einem Eikäfer? Ich weiß nicht, wegen Fusion. Einmal Hornattacke und jetzt kommt bestimmt ein Crit. Oh, es hätte gereicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber egal. Wir haben Rainer umgelümmelt und ich war leicht zu besiegen. Ja, da hast du recht. Gib mir dein Geld. Halt, da komme ich her. Gehen wir nach unten. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach oben. Nach unten. Nach unten. Psychische Stärke ist die Kraft deiner Seele. Ich dachte, die von deinem Gehirn, weil du mit deinem Gehirn die Materie beeinflussen kannst. Also Kopf auf, rausschmeißen und es beeinflusst den Küchenboden, weil das alles schmierig macht. Kadabra. Abracadabra. Simsalabim. Sabrina. Irgendwie so. Hornattacke. Piekst es auf mit deinem mächtigen Horn. Jau! Also Kadabra hat zwar eine scheiß Death, aber so scheiße? Deine Seele ist stärker als meine. Nein, das waren meine Muskeln. Unten, oben, 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 unten, unten. Sabrina, hi! Na, Perle, alles klar? Die anderen lasse ich mal kurz in Ruhe, weil... Baum. Ich wusste, dass du kommen würdest. Vor 3 Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben. Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Komm her, komm her! Simsalabim, Sabrina möchte kämpfen! Und schickt Psyana in den Kampf. Kein Simsala. 46. Okay. Ist doch ein bisschen besser gelevelt, als ich dachte. Eieiei. Hornattacke. Oh. Ich glaube, da hat Scarabu leichte Probleme. Ganz, ganz leichte. Ja. Das tut nicht gut. Das tut gar nicht gut. Dann darf Esther mal ein bisschen ran. Ich glaube, Esther sollte bessere Chancen haben, weil... Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Und ich war, glaube ich, physisch noch? Oder... Ich hab... Ach, was weiß ich, scheiß noch drauf. Dieser hässliche Gummiball. Mach einfach mal den hier, dann passt das schon. Sehr effektiv. Sandwirbel... Bitte, warum... Warum machst du sowas? Spuckball, spuck es voll ins Gesicht. Ach, Manno. Doof. Das ist jetzt echt doof. Das macht echt viel Schaden, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist und es so... Oh
Okay, kein Trank, das wundert mich. Ich dachte, du setzt einen Trainer gar keine Tränke ein. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bling, Level 39. Yay. Hier können wir jetzt ein bisschen nachleveln. Sabrina kommt jetzt mit Pantimos. Oh, ernsthaft, das schäbige Vieh? Also, du hast einen sehr komischen Pokémon-Geschmack, aber egal. Barriere macht Verteidigung. Natürlich, gerade jetzt auch. Ja, komm. Mongo. Platsch. Jetzt ist Spukball. Nee, hä? Manchmal weiß ich echt nicht, Alter, was ich davon halten soll, von diesem komischen. Ich kann mir das auch nicht merken. Das ist total dumm. Dieses Schwächensystem ist total dämlich. Meine Güte. Jetzt triff bitte. Danke. Okay. Das ist so dumm. Psychokinese, sie ist unglaublich mächtig, schmächtig. Wenn jetzt kein Crit kommt, dann haben wir es geschafft. Diese dämliche Sandwirbelrotze. Kein Crit, okay. Aber jetzt kommt der Finisher. Mann, Esther! Mann! Wie ein so ein dummer Sandwirbel. So ein so ein dämlicher Sandwirbel. Dich völlig... Blöder Hornochse. Fliegi, räche Esther Phoenix. Und staube ein... Level up, up. Ein Level up, 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 up. Eissturm. Wie es nicht reicht. Das wird ja nicht viel bringen. Nicht sehr effektiv und speziell defensiv gut dabei. Hat Fliegi hier den Boss-Modus gepachtet. Pantimos! Hässliche Kröte, ey. 1339 Erfahrungspunkte für Fliegi und jetzt Level 42. Yay! Schöne Werte. Besonders die Verteidigung ist toll. Simsala! Bim Sabrina! Da ist Uri Geller mit seinen dicken Löffeln. Und er kriegt einen Luftstoß. Voll ins Gesicht. Ja, ja. Yeah! Meine Fresse. Wir fliegen einfach mal hoch empor. Oh nein, Hilfe, Psychokinese. Boah, ganze 27 KP abgezogen. Wahnsinn, er ist so unglaublich mächtig. Sehr. Okay. Batz, voll aufs Maul. Oh, ist ja genauso scheiße. Machen wir mal Luftstoß. Ernsthaft? Warum? Hör auf damit. Luftstoß. Haben wir nicht Volltrefferchance oder irgendwie sowas? Habe ich doch in Erinnerung, ne? Psychokinese, alles klar. Ich genese mich erstmal, sonst kommt der Seher und krittet mich auf einmal. Das wäre nicht toll. Das war jetzt 28 KP. Er steigert sich um 1 KP, das ist gut. Für ihn, nicht für uns, aber für ihn. Yay! Erholt sich und sehr erfasst. Au. Endlich ist der Reflektor weg. Ja! Luftstoß! Möge Simsala wegfliegen wie ein Stück Hühnerpfiff. Luftstoß! Episch. Ein Simsala, dass man trotz der Unterschied nicht two-hitten kann, das ist schon erstaunlich. Diese dämlichen Barrieren. Simsala beim Sabrina wurde besiegt. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnungen bei weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, du hast dir den Sumpforden verdient. Ja, Sumpforden, ja, ist schon... ein bisschen dämlich. Eigentlich müsste der Sumpfohren der Ohren für die Giftohren sein und der Giftohren hierfür, aber... Ja. Geld. Gold erhält den Fake, den Fail-Sumpforden. Der Sumpforden aktiviert deine unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher.
Du wirst ein gefeierter und beliebter Champ werden. Das sind wir schon, das sind wir schon. Oh, jetzt muss ich wieder rausfinden, wie kacke ist das denn? Nein. Obwohl? Weißt du was, ich beende jetzt hier den Part. Und, ach, lass Kilian hier raussuchen, rausfinden. Da wird er sich bestimmt freuen. Das war's für heute. Morgen, in der nächsten Folge macht Kilian weiter mit dem Wie komme ich hier raus Rätsel. Und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge wieder. Arrivederci, meine Kaperonis. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also im übernächsten. Tschüss.